euch zwei Osterlieder aufnehmen, die ihr dann zu Hause singen könnt, auch ohne Frau Dankert. Das erste ist über einen Hasen. Und vielleicht weißt du gar nicht, dass der Hase, der Osterhase, einen Namen hat. Er heißt nämlich Franz Mayer. Und unser Osterhase Franz Mayer hat ein Lied. Und das lernen wir jetzt. Und damit du ein bisschen Hilfe hast beim Lernen vom Text, hat Frau Dankert hier Bilder aufgeklebt. Und wir gehen da mal durch, bevor wir das singen. Dieser Hase heißt Franz Mayer. Ostern malt er bunte Eier. Nachts, da schläft er tief und fest in einem warmen Kuschelnest. Das ganze Lied hat 4 Strophen. Jetzt gehen wir zur zweiten Strophe. Mit den ersten Sonnenstrahlen fängt Franz Mayer an zu malen. Eier rot, gelb, grün und blau. Manchmal trifft er seine Frau. Spät am Abend legt Franz Mayer seine schönen bunten Eier in ein Nest aus grünem Gras. Das macht allen Kindern Spaß. Und dann haben wir noch einen 4. Vers, den wir nicht singen, den wir nur sprechen. Und findest du ein buntes Ei, ist sicher eins vom Franz dabei. Frau Dankert singt jetzt das Lied und du kannst mitgucken und mitsingen. Okay, seid ihr bereit? Wie heißt der Hase? Franz Mayer. Dieser Hase heißt Franz Mayer. Ostern malt er bunte Eier. Nachts, da schläft er tief und fest in einem warmen Kuschelnest. Mit den ersten Sonnenstrahlen fängt Franz Mayer an zu malen. Eier rot, gelb, grün und blau. Manchmal trifft er seine Frau. Spät am Abend legt Franz Mayer seine schönen bunten Eier in ein Nest aus grünem Gras. Das macht allen Kindern Spaß. Und findest du ein buntes Ei, war sicher eins vom Franz dabei. Und ich hoffe, wenn du den Osterhasen siehst am Sonntag, vielleicht erwischst du ihn ja, wenn du früh genug aufstehst, frag ihn mal, ob er Franz Mayer heißt.